Wenn man sich die Frage stellt, wer in unserer Welt eigentlich die Strippen zieht, dann kommt man früher oder später unweigerlich zu der Erkenntnis, dass es Großkonzerne sind, die viele Aspekte unseres Lebens diktieren und dank Lobbyismus in die Politik tragen. Der Einfluss dieser Unternehmen geht jedoch oft über das Manipulieren des ein oder anderen Gesetzestextes hinaus. Heute beschäftigen wir uns also mit 5 der wahrscheinlich mächtigsten Unternehmen der Welt. Auf Platz 5 haben wir die Vodafone Group. Als Telekommunikationsunternehmen ist der Einfluss auf die Infrastruktur des modernen Lebens natürlich enorm, aber da gibt es definitiv mächtigere Global Player. Was jedoch kaum jemand weiß, die britische Vodafone Group ist der Inhaber und Anbieter eines Bezahlsystems mit dem Namen M-Pesa. Dieses System, das Finanztransaktionen via Kurznachrichtensystem ermöglicht, hat quasi den kompletten Bargeldverkehr in großen Teilen Afrikas abgelöst. Sollte dieses System manipuliert oder von Vodafone selbst beeinflusst oder sogar abgeschaltet werden, kann das die betreffenden Teile Afrikas in den Abgrund reißen. Und welche Folgen das für die aktuelle globale Migrationskultur haben würde, kann man sich wohl kaum ausmalen. Die meisten Menschen, die an die Walt Disney Company denken, denken in erster Linie an Zeichentrick- und Animationsfilme. Doch diese Sparte bildet nur einen kleinen Teil des gigantischen Medienimperiums ab. Die Walt Disney Company besitzt nämlich außerdem noch etliche Studios und Markenrechte, wie zum Beispiel LucasArts oder Marvel, mehrere Musiklabels und auch Radiosender, was das Unternehmen zu einem prägenden Eckpfeiler der modernen Popkultur macht. Außerdem gehören zum Konzern auch etliche Mediennetzwerke, wie ESPN oder ABC und ABC News, was Disney zu einem in sich geschlossenen Meinungsbildner macht, mit enormem Einfluss auf Vorlieben, Meinungen und Informationskultur junger Menschen. Der Amazon-Konzern ist mittlerweile nicht nur ein Datensammler, der selbst Facebook in den Schatten zu stellen vermag, vor allem seine unumstößliche Vormachtstellung auf dem Markt ist fast schon angsteinflößend. Amazon kann aufgrund seiner Größe und Macht Preise diktieren und damit Kontrahenten einfach ausstechen, sodass diese keine andere Wahl haben, als aufzugeben. Amazon schafft es immer wieder, andere Unternehmen mit Klagen zu überziehen oder Produktpreise so zu manipulieren, dass jedwede Konkurrenz einfach ausblutet. Mittlerweile verdrängt Amazon immer mehr Einzelhandelsfilialen aus dem Geschäft, nur um die damit entstandene Lücke in ein paar Jahren selbst zu füllen. Die Geschäftspraktiken des Amazon-Konzerns erfordern ein völlig neues Umdenken, was Monopolstrukturen angeht. Denn früher oder später helfen auch keine Gesetze mehr, die den Markt oder eben die Monopolstellung regulieren sollen, weil es einfach keine Alternativen mehr zu Amazon gibt. Auf Platz 2 befindet sich die Industrial and Commercial Bank of China. Sie gilt, auch laut Forbes-Liste, als mächtigste und größte Bank der Welt und profitiert vom schier unaufhaltsamen Boom der chinesischen Wirtschaftsexpansion. Die ICBC setzt mehr als 650 Milliarden Dollar im Jahr um und auch das Finanzministerium der Volksrepublik China ist direkter Teilhaber dieses Finanzinstituts. Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Die ICBC kann quasi ganze Länder kaufen. Auf Platz 1 befindet sich Alphabet. Alphabet ist ein Konzern, der als Dachgesellschaft mehrere unglaublich einflussreiche Unternehmen unter sich vereint. Der Alphabet Incorporated gehört unter anderem Google, die bekanntlich größte Suchmaschine der Welt. Welche theoretischen Möglichkeiten der Massenmanipulation allein das schon birgt, ist unvorstellbar unheimlich. Zu Alphabet gehören aber noch mehr Zweige, wie zum Beispiel das Access and Energy Department, das Kommunikationsnetzwerke wie Fiber und andere Glasfasernetze betreibt und verwaltet. Außerdem vereint Alphabet Calico, Chronicle und DeepMind unter sich. Führende Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich mit den Themen Biotechnologie, Gentechnik, Sicherheitstechnik oder künstliche Intelligenz befassen. Noch dazu kommen Unternehmen wie Verily Life Science, die beispielsweise an verschiedenen Körperprozessen oder Altersprozessen forschen. Da das alles nicht ausreicht, kommen dann auch noch Zweigstellen, die Unternehmensgründungen betreuen, Investitionen tätigen, also Patente und andere Konzerne oder Startups kaufen und sogar eine eigene Einheit für Wagniskapitalfinanzierung, was Alphabet wiederum ermöglicht, Teilhaber von noch mehr Unternehmen zu sein. Wenn man sich also vor Augen führt, in welchen Aspekten des modernen Lebens Alphabet bereits seine Finger im Spiel hat, ist das Ausmaß an Einfluss und Macht dieses Mutterkonzerns so immens, dass er allein eine neue Weltordnung aus dem Boden stampfen könnte. Aber hey, wer wird schon sowas Böses denken, nicht wahr? Ne? Hä? Ah shit, das ist ja nur Off-Text hier. Ihr seht mich ja gar nicht blinzeln. Egal.
Was ihr seht oder sehen könnt, ist ein weiteres Video. Die sind da oben rechts in der Ecke bei dem kleinen i verlinkt, wenn ihr am Handy seid. Oder ihr guckt einfach in die Videobeschreibung, checkt meine Kochshow aus oder die letzte News-Folge, was auch immer ihr wollt. Euch wird schon nicht langweilig. Vielen lieben Dank für jeden Daumen hoch, jedes nett gemeinte Kommentar, all euren Support. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wir sehen uns am Montag zu den News und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und haut rein.